Hallihallo, herzlich willkommen auf YouTube, liebe YouTubes, bei Baldur's Gate 3 Early Access, Folge 3. Wir gehen in den Anus. Da rein. Bitte, wer geht vor? Ah, du? Nein. Du vielleicht? So, was gibt's hier? Oh, eine Schleimhaut. Ein Schließmuskel, ein innerer vielleicht. Okay, wir machen das kaputt. Schießen. Boom! Nochmal. Sehr schön. Bist du? Automatisches Speichern erfolgreich, das ist immer. Na komm, mach auf da. What do we have here? Was bist denn du? Drücken! Es sind Drücken. Ist da sonst noch was mit Alt schon, oder? Nein, okay. Ah, du bist eine Heilung, eine Genesung. Ausgezeichnet. Dann genies mal schnell, bitte. So. Reden die jetzt lauter? So, was haben wir da? Da haben wir sowas Gelbes, kommt auch drauf hin. Ja, schön, schau. Ich fahre eine Sklave. Wir reden mal mit ihm. Hallo, gefangener Sklave. Der Mann ist nicht tot, er reagiert nur nicht. Okay, na immerhin. Ziel ist zu schwer. Aha. Ist noch ein gefangener Sklave. Oh. Das Leben flackert in seinen Augen, aber er scheint seine Umgebung überhaupt nicht wahrzunehmen. Ist immer noch so leise, die Stimme. So, irgendwer sagt, help me out. Bist du? Du bist eine Gedankenschinderkapsel. Okay, sollen wir die mal aufmachen? Naja. Wir drücken da mal auf den Knopf. Und? Sonic Energy radiates from the prisoners, but they do not react. Okay. So, wie kann ich dann drücken? Bums! Aha. Und vielleicht der in der Mitte? Ui! Kampfbeginn! Herr Jemine! Das fängt ja gut an. Nutzen. Und raus aus der Säure vielleicht. Und jetzt noch schießen. Hexenpfeil, wieso kann ich das wieder? Das ist nicht so ergiebig. Gut, fertig. Das Hirn muss auch raus angreifen. Sup. Sehr schön, Hirn, sehr schön. Und jetzt geht noch der weiter. Oh, was? Oh, oh. Ah, das macht Schaden über Zeit, oder wie? Cool. Oder durch, oder wir haben auch geperutzelt? Nein, okay. Fertig. Und sie schießt. Na bitte. Ja, komm, geh wieder. Die gehen wieder durch die Säure. Na gut, ja, das war eine geglückte Rettung. Da ist aber ein Rucksack. Oh, eine Bronzehalskette. 75 Gold werden nehmen. Eine Kerze und Gold. Ein Rucksack. Was ist das mit dem, was ist? Ich schau gleich mal. U ist Unrat. Und I ist Inventar. Ah, okay. Rucksack. Was kann man jetzt tun mit dem? Öffnen. Aha. Alles nehmen. Ah, schön. Okay. Das heißt, da kann man Dinge reintun. 28 von 85. Sehr schön. Sie ist doppelt so stark wie wir fast. Ja, kann man sehen. Aber das ist doch eigentlich die. Ach so, da. Ah! Okay. Das ist die Ausrüstung, das ist das Inventar. Jetzt verstehe ich. Gut.
Jetzt hätten wir dann den rechten Knopf noch. Da ist auch noch was. Dann hier ein Glas. Aber was bist du nochmal? Warst du zu schwer? Ah, sie kann das nehmen. Und was macht das? Schleicht sie jetzt, denke ich. Wie gesagt, sie soll schleichen. Warum schleicht sie? Verstecken? Ah, ich habe C gedrückt wahrscheinlich. Okay, ah, okay. Ah, wenn sie sich versteckt, kommen sie nicht mit. Verstehe. Gut, sie kann sich dann mal heilen schnell. Jetzt drücken wir da drauf. Und was passiert? Drücken, drücken, drücken. Gibt's da ein Rätsel vielleicht? Da geht's weiter. Gibt's da noch Hirngläser? Was tun wir mit denen? Wollen die kaputt machen? Ätzende Brühe. Kriegt man, waren das Erfahrungspunkte, die man irgendwie? Hm. Einfach nur kaputt machen. Nein. Weg. Ach so, sie stehen in der ätzenden Brühe. Das Tee nicht so gut. Gar nicht so. Wie kriegen wir das jetzt drauf? Na schön. Wo ist der Schlüssel? Jetzt zeigt sicher keine Rätsel. Was ist da? Da geht's ja auch noch rauf. Jetzt auch weiter. Ist das sowas wie eine Map? Ja. Ah ja. Da geht's wieder. Was ist da? Ah, da ist das Ruder. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal. Wir stehen so, dass wir drehen uns um und gehen in die andere Richtung. Sehr gut. Also da weiter. Wir brauchen ja noch den Schlüssel zu der Truhe. Wir brauchen doch den Loot. Aber bitte, wenn sie vorgeht, ja. F5? Hallo. Unser Hirn ist dran. Nein, ist dran. Sie. Ja, unser Hirn ist. Na, wer ist jetzt dran? Unser Hirn? Gut, und ist es überrascht, oder wie? Kann ich austun, zumindest. Will zum Beispiel einen Kältestrahl? Kältestrahl verringert Bewegung. Naja, ist ja nicht so schlecht. So. Passt, danke, nächster. Da ist es ja ganz langsam. Ausgezeichnet. Jetzt aber unser Hirn. Nein, unser Hirn tut nichts. Ach, dann geht er schlafen. Was ist mit ihr eigentlich? Dann einen Hexenpfeil. Boom. Fehlschlag. Fertig. Aber jetzt. Schwingt die Waffe in einem weiten Bogen und greift mehrere Ziele gleichzeitig an. Das brauchen wir gar nicht. Hauptangriff 1 10 plus 3. Los geht's. Perfekt. Was jetzt? Kritischer Treffer oder was? Ja! Sag einmal. Kannst du nicht gehen? Bist du dumm, Hirn? Du hast noch 4 Hitpoints. Machen wir nochmal so einen. 1d8. 3. Was ist jetzt? Ah, es liegt. Sehr schön. Fertig. Ich stehe jetzt auf. Und jetzt Hirn? Nein, nein. Du gehst. Achso, das ist eisig, gell? Na, Gott sei Dank. Und jetzt du? Kannst du dir helfen? Ah, nicht du. Du.
Kann sie irgendwie wiederbeleben oder so? Reden. Untersuchen. Ach so. Hilfe! Aha. Na, also geht er schon wieder. Gut, dann kann sie sich jetzt bitte nochmal schnell heilen, danke. Upp. Wir müssen dann noch schauen, wie man den anderen sagt, dass sie bleiben sollen und so. Okay, wieder zurück. Das war jetzt aber ein Kampfhirn. Ah, Loot. Nix. So, was gibt's da? Es kriegt auf alle Fälle mal Wie viele haben sie infiziert? Eine Gedankenschinderkapsel. Ist da jemand? Dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Na gut, dann kann die aufmachen. Verwenden. A dazed woman is trapped inside the pod. Benommene Frau ist in der Kapsel. She doesn't notice you. Dann vielleicht kann man es irgendwo. Was da hinten haben wir das? Ah, da kann man wieder drücken. Und ein abgeschöpfter Kleriker. Das klingt nicht so gut. Oh, ein kunstvoller Schlüssel. Wir wissen, was wir mit dem machen. Nämlich Truhen auf. Kunstvoll. F5. Jetzt drücken. Sup. Aha. Wer kommt jetzt raus? Hallo. Ist es Lieutenant Ripley? Mit Haaren? Au. Oh, wer ist er? Verwandelt durch einen Hebel. Achso, die ist jetzt verwandelt in diesen Mindflayer. Na gut. Auf alle Fälle ist der Kleriker leer. Können wir wieder zurück? Ja. Ah ja, jetzt eine Brücke. Die wollen wir nicht reinsteigen, bitte. Aber können wir da jetzt. Ja. Oh, schau. 50 Gold und 7 Gold. Ja, schon mehr erwartet eigentlich. Okay, dann geht's jetzt da rein. Eine Heilstation wieder. Brauchen wir nicht. Oh, das Hirn. Hat einen Hitpoint verloren. Oh, nicht. So. Zerebral-Aquarium. Ah ja, das ist, wo diese kleinen Würmer drinnen sind, die Hirnwürmer. Kann man das vielleicht kaputt machen? Sicherheitshalber. Und nochmal. Sehr schön. Ich glaube, es ist kaputt. Hier ist schon zwar auch nicht so viel. Gut, dann geht's da jetzt zum Ruder. Oh. Once inside, do as I say. Okay. Wir lassen wieder sie vorgehen natürlich. Drück nochmal F5. Automatisches Speichern. So. Connect
reach the nerves of the transponder. We must escape now. Nerven verbinden. We will deal with the gate after we escape. Connect the nerves. Nerves. We will connect them. Nein, wir werden sie nicht verbinden. Kleines Hirn, du. Also das sind, was die gehören alle zu uns, oder wie? Nein. Also. Du sollst. Wieso darfst du immer anfangen? Geh mal daher. Alles klar, fertig. Dann wir. Ja, mal daher. Und kannst du schon irgendwann abschießen vielleicht? Ja, bitte. Oh, sehr schön. Der nächste, bitte. Also wir sind noch immer dran, ne? Fertig. Wow. Fehlschlag, ausgezeichnet. Was macht er da jetzt eigentlich? Wer ist er vor allem? Was? Nicht aufschlitzen. Wie weit kannst du gehen bis da? Dann gehen wir bis daher. Und dann schießen. Okay, fertig. Hier ist jetzt dran. Nein, wir schon wieder. Kannst du daher. Wow, du bist ja richtig schnell hier. Und. Nein. Kannst du noch daher gehen, bitte? Unreifer. Und jetzt? Jawohl. Trifft es jetzt beide? Nein, sehr gut. Toll, gut. Ja dann, was ist das? Verstecken. Nächster. Wir schon wieder. Wie wäre es mit seinem kleinen 1d8 Kälteschaden? Na, 1! Gut, fertig. Oh, war das unser Hirn? Nein. Oh, es wird das Hirn nicht zurückgeschlagen, schau! Sariel reißt uns den Kopf ab. Aber ein Grüner ist doch theoretisch ein Guter, oder? Zielpunkt nicht erreichbar, ja, das wissen wir schon. Aber wer bist du? Er ist ein Gedankenfinder und wer ist er? Er ist Kommandant Zeig. Na gut. Aber Rot ist auf alle Fälle immer böse. Dann rennen wir dahin. Und dann schießen. Huh. So, fertig. Dann das Hirn wieder. Und. Ah, so geht das. Na komm, einen mehr, dass ich schon raus kann. Ja, fertig. Und du rückst danach. Und machst dann nochmal so einen Kältestrahl. Auf ihn. Wumm. Oh, 20, toll, jetzt. So, fertig. Fehlschlag. Ist das quasi ein guter? Der Mindflayer. Was ist das denn? Keine Bewegung verursacht. Keine Bewegung. Das brauchen wir jetzt gar nicht. Schießen. Was bist du eigentlich? Durchschnaufen. Bonusaktion. 1,6 Hitpoints. Ah, okay. Gitianki Psionic Magiehand. Beschwörungszaubertrick. Er zeigt den unsichtbaren Geisterhand, die mit Objekten interagieren kann. Oh, gut zu wissen. Brauchen wir jetzt auch nicht, wir schießen einfach. Wie 30% treffen. Nicht so gut. Hoffentlich treffen wir. Fehlschlag war ja klar. Gut, fertig. The Brain wieder. Dahin. Super. Und Clown. 2d4 plus 0. Schwupp. Jetzt gehen wir nach hinten zum Flankieren. Geht das? Au. Ah, weil ich dran gestanden bin. Ah, okay.
Das war dieser Gelegenheitsangriff. Aber jetzt, was er natürlich nicht wusste, ist, dass er jetzt mit Rücken zu uns steht, was eigentlich völlig wurscht ist. Was mit 40%? Das sind 3. Warum? Hoppla! Was ist so? Hui! Schnell, bevor sie angreifen! Wer ist Skava? Bin das ich oder wie? Aber sie ist doch dran. Wieso ich jetzt? Okay. Bewusstlos schlagen. Das klingt doch gut. 40%. Ja, es war ja klar. Jetzt geht das auch nicht mehr. Na toll. Stoßen. Bei unvorbereiteten Zielen. Aber will ich? Ich will ihn ja gar nicht stoßen. Ich möchte noch dahin gehen. Sehr schön. Fertig. Du bist das Hirn. Sehr schön. Wieso? Ah! In der Rüstung wahrscheinlich. Fertig. Was kannst du denn noch? Magiehand. Sollten die da hinten auch mal kaputt machen. Aber die da hinten mal? Wir machen mal die da hinten kaputt. Sehr schön. Fertig. Na toll. Okay, ich glaube, wir sollten uns lieber um die kümmern. Das Hirn schaut auch nicht so gut aus. Kritischer Fehlschlag. Wie viel Schaden macht das? 1d6 plus 1. Na komm. Ja, fertig. So, das Hirn wieder, das gar nicht mehr so viele Hitpoints hat. So, du musst mal weg, oder? Du bist ja mit dem einen. Aber wie viel Schaden machst du? 2d4, das heißt 2 bis 8 Schaden. Wer ist eher erst der Letzte, der dran kommt? Okay, dann lieber ihn. Na gut, 3 ist jetzt von 2 bis 8 gar nicht so viel. Du machst dann nochmal deinen Trick im Kälteschlag. Wunderbar. Und kannst du das? Kannst du das nur selbst nehmen? Okay. Kann ich jemanden heilen? Auch nicht. Jetzt sowieso nicht. Der schlägt wieder vorbei. Ui, das Hirn. Boom. Ah ja, genau. Aber jetzt. Was war... Wow. Nehmen wir hin. Und jetzt weg da. So, fertig. Noch ein bisschen. Attack of Opportunity heißt das, dass ich es rausbringe. Wenn man sich wegbewegt von jemandem, mit dem man im Nahkampf ist. Triffst nicht mal eine am Boden liegende Frau. Hauptangriff. Zu, wirklich zu weit entfernt. Achso, weil du aufstehen hast müssen vorher. Kannst du nicht anstürmen oder so?
Springe je nach Stärkemodifikation in einem langen Bogen beim Springen, während deine Gelegenheitsangriffe ausgelöst. Keine, achso, das ist gut, glaube ich. Spring daher. Hui. Und jetzt? Boom. Also, sechs. Ausgezeichnet. Und dann? Ist da noch jemand? Ist das? Ah, das müssen wir auslösen. Okay, dann rauf da. Was bist du? Nix. Fertig. Wer ist er jetzt? Noch einer? Nein. Das ist ganz schön schnell. Da ist Hirn. Fertig. Den kriegen wir nie. Klein. Deswegen. Render. Fertig. Ui, viel Schlag, Gott sei Dank. Jetzt kommt da noch einer. Hebel, Hebel! Drücken! Sehr schön. Wir haben es rechtzeitig geschafft. Hallo Drache. Halte! Halte! Nochmal. Oh, Dimensionssprung. Au. Und anhalten und wieder zusammen stecken. Die Tentakel. Ha. Gut. Ich glaube, das war gut. Sowohl die Lebenden als auch die Toten haben einiges zu sagen, okay. Okay, mit linker Steuerungstaste kann man Gegenstände angreifen. Was mich nicht alles erfährt. So schneller laden bitte. Meine Zauber interagieren mit der Umgebung, also soll ich sie zu meinen Gunsten verwenden? Danke für den Tipp. So. Und? Schöne Bilder, aber der Balken in der Mitte interessiert mich. Ja, genau. Hi. Wer bist du? Schaut aber verwegen. Haben sie aber auch Dialogzeilen gespart. So abrupt abzubremsen, das ist dann auch schon egal. Da kann man dann gleich ganz runterfallen. Verwüsteter Strand.
Gelegenheit. Ah ja, genau. Ja, wunderbar. Die Folge, genau 30 Minuten alt. Perfekt ausgegangen. Wir sind allein wieder. Sehr schön. Da liegen ein paar Tentakel herum. Das war nicht der Day of the Tentacle. Also zumindest nicht von dem. Okay, alt. Wo sind die geheimen Geheimnisse? Nirgends. Na gut. Ja, dann in der nächsten Folge schauen wir uns dann mal um am Strand. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.